Kollegen, auf Wunsch des MIT möchte ich euch mit diesem kurzen Video die Arbeit vorstellen, mit der ich mich momentan für das Center for International Studies befasse. Und zwar bin ich bei der Auswertung von Fragebögen einer Studie zum Mittleren Osten auf zwei sehr interessante und dichotome Charaktere gestoßen, die ein sehr gutes Beispiel meines persönlichen Verständnisses bzw. meiner Theorie der Modernisierung unterentwickelter Länder darstellen. Ihr Heimatdorf Balgat in der Türkei, wo sich momentan mein Kollege Tosun befindet und auch für mich die Interviews führte, dient uns also quasi als Miniaturform des Modernisierungsprozesses, wie ich ihn auch in meinem Buch The Passing of Traditional Society beschreibe. Ich habe Tosun damals gebeten, von beiden eine kurze Vorstellung zu filmen und ihnen dann drei Fragen zu stellen, die ich besonders aussagekräftig fand. Welche von beiden würden Sie denn als modern bezeichnen und welche als traditionell? Guten Tag, mein Name ist William Grosser und ich besitze einen Supermarkt, den einzigen Supermarkt hier in Balgat. Ich habe aber vor, demnächst in eine größere Stadt zu ziehen, vorzugsweise in Amerika. Auch wenn das bedeutet, dass ich meine Familie nicht mehr so oft sehen kann. Aber ich höre viel im Radio darüber und schaue mir auch gerne Filme aus Hollywood an, vor allem die mit Cameron Diaz. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man dort gut leben und arbeiten kann. Dort gibt es so viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, Handel zu betreiben, das Geschäft zu vergrößern. Und auch die amerikanische Wissenschaft und die innovativen Technologien sind sehr beeindruckend, meiner Meinung nach. Ich finde es auch toll, dass die Amerikanerinnen sich an der Politik beteiligen können. Das ist hier noch nicht so. Aber vielleicht mobilisiere ich da mal meine Facebook-Freunde. Ich bin Günder, mein Name ist Ahmed Chief und ich bin der Muhtar, also der Stammeshäuptling meines Heimatdorfes Balgat in der Türkei, das ich noch nie verlassen habe, denn Allah hat mir bis jetzt noch keinen Grund gegeben dafür. Der Große geht zum Beispiel immer nach Ankara, aber ich weiß nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Es sieht vermutlich aus wie Balgat, nur ein bisschen größer. Ich habe jedenfalls nicht die Bedürfnis, dorthin zu gehen. Auch weil mein Bruder sagt, es sei sehr laut dort. Und außerdem, ich kann meine Pflichten als die Chief hier in diesem Dorf nicht einfach so vernachlässigen. Schließlich leitet meine Familie schon seit Generationen diese Gemeinde und die Menschen verlassen sich auf mich und meine Entscheidungen. Wenn der Große sagt, ich soll fortschrittlich denken, frage ich mich vor allem auch, woher er sich nicht nimmt das Recht, mir so etwas auszusprechen, weil ich bin zweimal so alt wie er. Und vielleicht muss ich ihm einfach mal verbieten, meine Radio weiter zu benutzen. Es ist die einzige in die Dorf. Aber dann kann ich vielleicht selber mal hören, weil ich habe letztens ein Lied gehört. Ist nicht türkisch gewesen, aber war sehr schön. Vielleicht kommt es nochmal. Also als Präsident der Türkei würde ich Straßen bauen lassen, damit alle Menschen, die im Dorf leben müssten, die Stadt sehen könnten, die Außenwelt. Ich habe dem Chief schon mehrmals vorgeschlagen, dass er mit mir nach Ankara mitkommen soll, aber er will nie was davon wissen. Er verabscheut mich. Dabei weiß er gar nicht, was er alles verpasst. Ich an seiner Stelle würde nicht zulassen, dass unsere Leute ihr ganzes Leben in diesem Loch verbringen müssten. Ich schaffe kaum zu führen, meine kleine Dorf Balgat. Wie soll ich regieren die ganze Türkei? Ich frage. Ich sag nur, welche Vorschläge hätten Sie an die türkische Regierung für Ihr Dorf? Irgendwelche Dinge, die Sie selbst nicht bewältigen können? Naja, ich würde höchstens fragen um die Geld, für ein bisschen Hilfe mit Saatgut für die Bauern. Aber eigentlich, wir brauchen hier kein Geld. Es gehört sich nicht, über Geld zu reden. Geld zu verlangen. Manchmal müssen wir leider doch dann in die Stadt gehen. Allah beschütze uns. Also auf jeden Fall in Amerika. Am liebsten in New York. Ich habe gehört, dass die USA ein sehr, sehr nettes Land sein soll. Mit uneingeschränkten Möglichkeiten. Dort geht es allen Leuten gut. Jeder kann dort seine Träume verwirklichen und reich werden. Ich möchte dort mein Geschäft weiterführen. Ich habe im Kino gesehen, dass viele Menschen in New York solche Shops besitzen.
Es ist alles sehr sauber und ordentlich aufgestellt. Genau so einen Laden möchte ich. Ich könnte niemals in einem anderen Land leben. Ich wurde hier geboren, wurde alt und ich bete zu Allah, dass ich auch hier sterben kann. Ja, aber nehmen Sie an, Sie müssten die Türkei verlassen. Ich werde keinen Fuß hier wegbewegen. Niemals. Niemals. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich bessere Dinge will. Ich möchte in der Stadt leben, dort ein größeres Lebensmittelgeschäft eröffnen und in einem sehr schönen Haus leben und normale Zivilkleidung tragen. Was könnte ich mehr wollen? Was? Allah brachte mich in dieses reife Alter und ich habe kaum Schmerzen. Er gab mir Söhne und Töchter und wählte für mich die große verantwortungsvolle Aufgabe, meine Dorf zu führen. Er schenkte mir die Kraft meines Geistes und die Kraft meines Körpers und das noch in meinem großen Alter. Allah sei Dank. Nachdem ich also die Beschreibung und Interviews von Tosun gelesen habe, entschied ich mich selbst nach Baigat zu reisen und mir ein eigenes Bild zu machen. Als ich nur 4 Jahre später als Tosun das Dorf besuchte, war ich einerseits unglaublich überrascht, andererseits sehr, sehr geschockt. Das kleine Dorf Baigat entsprach überhaupt nicht meinen Vorstellungen und meinen Erwartungen. Wir kamen über eine neu asphaltierte Straße nach Baigat. Das Dorf besaß außerdem die erste Bushaltestelle mit einer Busverbindung in die Stadt. Es gab Elektrizität und man war gerade dabei, Wasserleitungen zu verlegen. Das Stadtbild war entgegen Tosuns Schilderungen sehr lebendig. Neue Gebäude wurden errichtet und Shops sah man an jeder Ecke. Es gab sogar eine Polizeistation. Baigat war kein Dorf mehr, denn es wurde kürzlich zu meinem Bezirk von Ankara ernannt. Kurz nach meiner Ankunft suchte ich den Chief auf, um mit ihm zu reden. Ich fragte ihn, wie es zur Modernisierung in dieser Stadt kam. Nun ja, alles begann mit den heurigen Wahlen. Ein Vertreter der Demokratischen Partei kam zu mir und fragte, was wir in diesem Dorf brauchen würden. Wenn wir sie wählen, sie würden uns alles umsetzen und alles geben, er sagte. Und wir stimmten alle für sie und der neue Mann, er tat alles, was er versprochen hatte. Sie brachten uns diese Straßen, sie haben gesehen und sie lösten die Gendarmerie auf. Wir haben gute Zeiten. Wir sind alle demokratisch hier in Baigat. Dem Großer sei Dank. Als ich nach dem Großer fragte, bekam ich eine überraschende Antwort. Der Großer war tot. Später erfuhr ich, dass die Söhne des Chiefs den Supermarkt des Großers übernommen hatten. Im Nachhinein erreichte der einst infantile Außenseiter Prophetenstatus. Sehr geehrte Kollegen, ich danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben nun das Beispiel Baigat gesehen. Ich erwähne die Geschichte dieses kleinen türkischen Dorfes als Parabel für den ganzen Mittleren Osten. Anhand dieser kann sich der Modernisierungsprozess, wenn auch etwas angepasster, auf jede Region projizieren lassen. Für weitere Informationen lesen Sie mein Buch The Passing of Traditional Society. Was denn los? Passing of Traditional Society. Es ist hier am MIT und bei Amazon käuflich erwerblich. Ach, das gibt's ja noch gar nicht. Müssen wir jemanden erfinden.